Wir sind hier gerade in Paris, wie man, nee, erkennt man gerade nicht, aber ja, wir nehmen euch heute mal durch unseren Tag, beziehungsweise ich werde die Kamera auch ausspielen und die liebe Frau Hummels ein bisschen begleiten an unserem Tag. Ja, wir haben viel geplant, wir wollen ins Disneyland, allerdings regnet es gerade in Strömen und wir hoffen echt sehr, dass das nicht flach fällt, weil es wäre ja mega blöd, ne? Ich war ja schon mal da, aber du noch nicht. Nein. Und du wolltest auch unbedingt Minnie Maus treffen, stimmt's, Caro? Ja, ich würde so gerne, ich liebe Achterbahn fahren, es gibt nichts Besseres. Ja, und dann haben wir sonst auch noch zur Not einen Plan B. Chloé und Zara und ein bisschen bummeln geht immer in Paris, ne? Ja, in Paris wird einem nie langweilig. Und deswegen starten wir jetzt auch lieber mal mit unserem Tag, damit ihr auch schöne Videos von uns bekommt. Weil wir haben ja viel vor und die Zeit läuft. Zeit ist Geld. Also los, oder? Tschüssi. Tschüss. So, Kathi, wo fahren wir denn jetzt hin? Wir fahren jetzt in die Rue Saint-Honoré. Das ist ungefähr die Straße hier in Paris. Da gibt es alle Läden, die man als Frau sich eigentlich so erträumen kann. Und darauf freue ich mich schon. Einer meiner Lieblingslabel ist Chloé. Und bei Chloé ist gerade im Moment Sale. Und wirklich? Ja. Sicher? Ja! Da ist nie Fail. Doch, da das ist kann nicht sein. Das musst du mir gleich erstmal zeigen. Oh yes. So, Caro und Kathi, the CCs, are on the way. Und die Jeans tragen wir im Partnerlook ja schon in Dunkel. Style Sisters. Und Caro hat auch zugeschlagen. Du musst euch auch zeigen, was du getroffen hast. Wir machen heute Abend, können wir mal präsentieren. Okay. So, nachdem wir so fleißig geshoppt haben, werden wir jetzt, was werden wir jetzt machen? Ich werde jetzt mit dem Caro noch was kochen. So lecker. Kathi ist die beste Köchin. Wir zeigen euch gleich das Ergebnis. Okay, dann. Ja, dann sag mal, was gibt es denn? Oder ist es eine Überraschung? Es gibt Baby Squids auf Salat. Mit Brot getoastet. Yeah. Yeah. Ich muss mal sagen, Kathi ist die beste Gastgeberin überhaupt. Wir kochen jetzt hier schon wieder und so lecker. Tada! Oh, danke schön. So. Das ist eine kleine Portion, ne? Sehr gut. Klein, aber fein. Zeig mal, was du da gekauft hast. So, ich habe ja vorhin schon fleißig erzählt, dass ich den Zara gestürmt habe. Und heute gab es für mich einmal diese coole Hose mit Polkadots. Voll im Trend. Dann, how you like this? Süß. Bisschen Dolce & Gabbana, die haben jetzt auch diese... Ja, Dolce & Gabbana Style. Und was man dazu am besten untertragen sollte, ist ein schwarzer BH. Dann habe ich mir noch meine Zara-Hose gekauft. Die sitzt wie eine Eins. Stimmt's, Caro? Die hast du nämlich auch. Ich liebe sie. Dann habe ich noch gekauft ein süßes Jäckchen. Das ist total Chanel. Kann ich euch nur nahelegen, hat gekostet... 79,95 Euro. Sieht aus wie Chanel. Und die Hose hat übrigens nur 29,95 Euro gekostet. Sitzt super. Ja, wie eine Eins. Und dann habe ich bei Theory, das war etwas teurer, aber... Qualität ist auch mal ganz gut. Man kann sich immer was gönnen. Ja, ne? Es geht ja nicht um Qualität, sondern ich habe meinen Koffer so schlecht gepackt, dass ich mir gar keine Pullis eingesteckt habe. Und hier in Paris regnet es in Strömen und es ist auch nicht wirklich... warm, deswegen habe ich mir noch zwei Pullis gegönnt und das sollte jetzt erstmal reichen für die nächsten Wochen. Ich liebe diesen Farbverlauf, ja. Super cool. Das ist auch ein vollkommener neuer Trend, ne? Nicht neu, aber er ist wiedergekommen. Er ist wiedergekommen. Er ist wiedergekommen und voll im Trend. So, das war meine kleine Präsentation meiner Sachen, die ich heute geschafft habe, zusammen mit Caro. Und jetzt muss ich die liebe Caro zum Flughafen bringen, weil sie muss leider zurück. Sie hat ja ganz viel Arbeit, das ist immer ganz gut für sie. Und deswegen bringe ich die liebe Caro jetzt zum Flughafen. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald.